werden! 2000 Jahre später. Ich glaube, der kommt in der Stunde vorbei und sagt, ha, doch nicht, Überraschung. Was ist das denn? Das ist er, oder? Hallo! Der sieht ja geil aus. So Leute, heute ist Überraschungstag für den Axel. Ich habe ihn bestellt zu einem vereinbarten Treffpunkt. Und ich habe mir einfach mal eine neue Karre besorgt. Bentley Mulsanne. 6,75 Liter Hubraum, V8 Biturbo, Leistung Doppelpunkt, ausreichend. Ich bin mal gespannt, also das ist jetzt hier so ein bisschen unser neuer Dienstwagen, ne? Axel und Matthias, neuer YouTube-Channel, da muss man sich auch erstmal einen ordentlichen Dienstwagen zulegen, ne? Warte mal. Na du? Ey, ich hab schon gedacht, du kommst gar nicht mehr. Bitte? Hä? Was ist denn? Hör mal, ich stehe hier seit einer halben Stunde in der Kälte. Schön, dass du da bist, Matthias. Danke, dass du mich abholst, Matthias. Danke, dass du mir eine Überraschung bescherst, Matthias. Wo ist denn meine Überraschung? Hier. Du hast doch noch was an. Hier. Ja, geil. Bentley Mulsanne. Ja, sieht schön aus. Der größte, luxuriöseste und längste. Ja, sieht gut. Der sieht richtig schick aus. Und das Schöne ist, du darfst einsteigen, ja. Ich kümmere mich um den Rest. Warum? Ich sitze hinten, oder was? Heute ist dein Tag, mein Schatz. Du darfst heute machen mit mir, was du willst. Oh, da kriege ich aber ganz viele Fantasien gerade. Glaube ich. Ja. Ich muss dich jetzt hinten reinsetzen, oder? Du willst mich durch die Gegend fahren? Ja. Gut. Ich nehme deine Tasche, Schatz. Ich nehme meine Tasche. Ach so, ist da das ganze Geld drin? Ey, weißt du, was lustig ist? Ich habe mich extra mitten auf die Kreuzung gestellt, damit irgendwer kommt und uns anhubt, ne? Aber es kommt keiner. Kommt keiner, ja. So, komm, mach! Du sollst denn hier reinkommen? Warte, ich helfe dir. Warte mal, wo hast du den denn her? Hast du den in die Garage ausgepackt, oder was? Das ist unser neuer Dienstwagen. Wirklich? Ja. Wir haben doch jetzt einen neuen YouTube-Channel, da dachte ich mir, wir brauchen noch mal einen Dienstwagen. Für immer, oder was? Für immer. Jetzt hupt doch bitte einer mal! Der hupt auch nicht. Das ist unglaublich. Moin. 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 Wie geht's? Alles fit? Emma, danke fürs drum rumfahren. Ich konnte irgendwie nicht besser einparken. Kannst du bitte einmal hupen? Ja, endlich! Ah, endlich hat man einen Hupen. So, wollen wir los? Ja, komm. Sorry, das mit dem Einsteigen, das sah ich schon nicht so raus. Pass mal auf, ich habe hier eine halbe Stunde über 5 Grad Minus in der Kälte gestellt, da kannst du jetzt aber eine Minute auf mich warten. Okay. Und jetzt? Ganz schön viel Platz hier drin, ne? Ja, das ist die Langversion. Extended Wheelbase, EWB. Ja, vor allem, guck mal, ich mit meinen kurzen Beinchen hier, also ja. ich kann mich ja ganz hier... Du kommst gar nicht an den Sitz dran mit deinen Füßen, ne? Guck mal her, ich komm, wenn ich meine Beine ausstrecke, nicht an den Beifahrersitz. Ja. Kannst du bitte, bevor wir losfahren, ne? Mich anschnallen, Sekunde, ja, aber Matthias, du hetzt mich schon wieder so. Nee, gar nicht. Heute wird sowas von gechillt, dass alles zu spät ist. Das ist eine geile Karre, ey. Ja. Dann sag mal erstmal, hier gibt's so viele... Geil, guck mal hier. Das ist ja geil. Da ist eine Lampe. Nee, nicht das eine ist Lampe. Ja unglaublich. Nein, da ist eine Lampe. Nicht nur eine Lampe. Guck mal hier, aber du hast ja hier, du musst es nur berühren. Du musst es nicht mal mehr drücken. Touch. Geil, ey. Das ist ja genau mein Ding. Ja? Ja. Fahr bitte nicht so schnell, ich bin noch nicht angeschnallt. Eigentlich darf man das ja nicht mit dir. Fahr 25 und du bist derjenige, der sich nicht angeschnallt hat. Ja, genau.
mich kurz mal ein bisschen frei machen, weil ich kann ja jetzt machen, was ich will. Ich halte an, ja. Danke. Dann kannst du dich anschnallen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. So, ich bin ganz aufgeregt. Ja, ich auch. Weil ich dich sehe. Ah. So. Bist du jetzt angeschnallt? Wie funktioniert das mal mit dem Anschnallen? So, ne? Ja. Ah. Boah, geil. Jetzt sag mir doch mal bitte, wie ich zu der Ehre komme. Weil du mein Freund bist. Nein, weißt du, ich dachte mir, also das wird heute wirklich intensiv mit uns beiden. Es ist ja immer intensiv, aber heute wird es wirklich intensiv, weil muss ich mir Sorgen machen? Ich habe diese unfassbare Sänfte. Es ist eine Sänfte. Du wirst das gleich noch merken, also du merkst es ja jetzt schon, ne? Da hinten drin, du wirst von allem abgeschirmt. Du kriegst nichts mit, auch ja. Hier vorne, der Fahrer. Das ist einfach, du bist in einer anderen Welt unterwegs. Komm hier. Ja, wann kommt denn das Buffet? Hey, ich hab Buffet? Hunger. Ich hab dir das Buffet mitgebracht. Und zwar habe ich das Buffet auch noch verpackt für dich. Guck mal, so schön habe ich das Buffet verpackt. Was ist das? Am besten packst du es aus, dass wir das auch sehen. Das Buffet ist das. Matthias, ist das jetzt ein Geschenk für mich? Ja. Ich möchte nicht. Das ist ein Geschenk für dich. Du hattest ja auch Geburtstag kürzlich. Richtig. Ja. Und das ist jetzt unser Dienst, und den kann ich auch behalten, oder was? Kann ich? Pack doch mal das Geschenk aus. Du willst Buffet und dann kriegst du Buffet. Last-Minute-Geschenk. Bockflöte. Was ist das denn? Ja, das habe ich geschenkt bekommen. Eine Bockflöte. Was ist das denn Geiles? Von Nils für Matthias. Von Matthias für Axel. Hä? Nur für dich. Hä? Hier steht von Nils für Matthias. Und dann hast du Nils durchgestrichen. Hast du das etwa schon geschenkt bekommen und hast es an mich weiter verschenkt? Sag mir doch mal ganz kurz, ich möchte nichts kaputt machen, Matthias. Ja? Sag mir mal ganz kurz, wie ich diesen scheiß Bock hier wieder reinkriege. Okay, soll ich mal bei Bentley anrufen? Dass die uns das erklären, wie das sie da... Der heißt ja wahrscheinlich Ben. Bentley, oder? Oh Gott. Oh, Alter, dafür müsste ich dich eigentlich direkt wieder nach Hause bringen. Wirklich ohne Scheiß, Axel. Wieso? Ja, aber so, bitte, Ben... Bentley. Clay. Hallo, mein Name ist Clay. Der hat doch wahrscheinlich die Autos erfunden, oder? Oder nicht? Ich glaube, ich bin wirklich ein bisschen zu bräsig dafür. Guck mal hier. Soll ich deine Versicherung anrufen? Krankenwagen, deine Mutter? Wen soll ich als erstes anrufen? Ich bin wirklich am Verzweifeln. Ich kriege den scheiß Tisch nicht mehr rein. Oder vielleicht ist einer von diesen Tischen, dass wenn man den ausgepackt hat, dass man den nie wieder zusammenklappen kann. Das will ich mir jetzt mal angucken. Scheiße, was ist das denn? Also, was kann ich mit meinen Haaren los? Hab ich heute Bad Hair Day? Ja, hast du das ganze Jahr Bad Hair Day? Nee, ich hab das ganze Jahr Grey Hair Day. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Ja. Matthias, jetzt mal in ganzem Ernst. Ich bin doch nicht zu blöd, diesen Scheiß... Wie ist denn der da reingekommen? Ja, das gucke ich ja gerade. Hier, den muss man einfach nur knicken. Ja. So. Heb mal bitte ein bisschen an, so oder so. Wie kam der denn da raus? So! So, drehen, ja, ja, das ist schon mal gut. Ja. Vielleicht ist der dann irgendwie anders eingegangen. Ja. Irgendwie anders, ne? Kannst du mal bitte irgendwo anhalten? Warte mal, ja. Hier, nee. Dampf, ne? Der hat richtig Dampf. Warte mal, Matthias. Ey, ich bin echt am Verzweifeln. Jetzt mal ohne Scheiß. Das kann doch nicht. So. Nee, so. Nee. Oh, hier ist rot. Können wir nochmal gucken. Ja. Also hier ist noch ein Knopf.
Ja, jetzt kannst du ihn doch hoch, oder nicht? Nee, kann man nicht. Und wie geht der hoch? Den hast du doch auch hoch gehabt, oder nicht? Den habe ich hier hoch gemacht. Ja, aber auch nicht wieder entriegeln können. Nee. Ich halte jetzt gleich mal an. Irgendwo. Das kann doch nicht dein Ernst sein! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Dass ich den scheiß Tisch nicht mehr hier zusammengewuschelt krieg! Kannst du bitte mal deine Schuhe ausziehen? Nein, ich möchte nicht meine Schuhe ausziehen, weil ich trage keine Socken. Hup er nicht! Wer hupt denn da? Boah, oh, oh, Matthias, boah, boah. Was ist das denn? Da ist ein... Da, Alter. Das ist ein kleines iPad, ja. Also ein Bentley-Pad, besser gesagt. Warte mal, da muss ich mal eben kurz... Kannst du Fernsehen gucken, Navi einstellen, Temperatur einstellen, Sitz verstellen. Du kannst alles verstellen mit diesem Ding. Wenn ich hier drücke... Warte eine Sekunde. So. Dann... Warte mal. Wenn ich diesen Knopf drücke, diesen hier, dann kommt da ein Bildschirm rausgefahren. Ist das geil? Ey, das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ganz geil, oder? Ja, es ist mega. Also vor allen Dingen die Art und Weise, wie das da reingeht und wie es wieder rausgeht, das ist einfach, ne? Das ist nicht so, sondern es ist halt, wie ist das? So, ne? Ja, das geht halt so Schmus. Sag mal, wo fahren wir denn jetzt eigentlich hin? Und ich habe auf jeden Fall Hunger. Auf jeden Fall. Ja, wir können was essen. Wir können so eine Bockflöte essen gehen. Bockflöte? Du putzt dir nicht die Nase in meinem Auto, oder? Bitte? Kannst du bitte aufhören, dir die Nase zu putzen? Die ganzen Bazillen fliegen jetzt durchs Auto hier. Ey, ich habe Husten, ja? Und Schnupfen. Ja, ich habe aber keine Lust, deinen Husten und deinen Schnupfen zu kriegen. Bist du ja auch nicht. Du willst mich doch immer küssen. Das stimmt jetzt auch wieder. Da hast jetzt du wieder recht. Matthias, ich möchte jetzt wirklich nicht nerven, aber sag mir bitte, wie wir diesen Bock zusammengewurschtelt kriegen hier. Du hast den doch ausgeklappt, dann klappst du ihn auch wieder ein. So Axel, jetzt erzähle ich dir mal ganz kurz, wo wir hinfahren. Wir fahren nämlich heute nicht einfach nur zum Spaß. Sondern? Wir haben ein Ziel. Ja, erzähl mal. Viele Leute haben mir gesagt, ihr braucht doch irgendein Ziel, wenn ihr da immer rumfahrt. Ich habe gesagt, ne, brauchen wir eigentlich nicht, aber ich habe jetzt trotzdem mal ein Ziel eingegeben. Wir fahren zum Nürburgring. Ist das dein Ernst? Nordschleife. Nicht dein Ernst? Doch. Wirklich? Ja. Scheiße, wie geil ist das denn, ey? Und passend zum Fahrzeug habe ich die Strecke exklusiv für uns reserviert. Ist nicht dein Ernst? Doch. Du weißt, dass ich noch nie Nordschleife gefahren bin, ne? Heute wird es dazu kommen. Und dann sitze ich aber nicht hinten, oder? Matthias. Doch, jetzt nein, bitte nicht. Natürlich. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Wie der sich anfühlt. Wir fahren jetzt 210. Ja, da geht ja noch ein bisschen was, ne? Da geht noch ein bisschen was, ja. Matthias, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist das mega? Mega. Aber trotzdem bin ich ein bisschen aufgeregt. So, das sind jetzt 260. Ja, und da vorne kommt ein Auto, ne? Das ist so ein Scheißgefühl, wirklich. Ja, warum? Der bremst. Ja. Das ist einfach ein Scheißgefühl. Ich bin so ungern Beifahrer. Ja, da haben wir eine Sache wenigstens mal gemeinsam. auf jeden Fall wollte ich dir sagen, ich bin ja in Nürburgring schon ein paar Mal gefahren, aber noch nie die Nordschleife. Ich kenne die nur von Computerspielen oder... Oder von der Rücksitzbank in dem Bentley Mulsanne. Ja, das macht mir wirklich ein bisschen Sorge. Nein, ohne Quatsch. Axel, du darfst heute fahren. Auf der Nordschleife. Geil. Ich verspreche es dir. Oh, wie geil, ey. Wir fahren jetzt gerade 270, Axel. Ja, dann gib doch mal endlich mal Gas. Ja,
schnell für die Reifen. Also die Winterreifen sind begrenzt auf 270, aber das sollte für die Nordschleife ausreichen, denke ich. Winterreifen begrenzt auf 270, geil. Ja. Freust du dich? Ja, ich freue mich sehr. Ja. Aber ich habe irgendwie trotzdem, kann ich nicht glauben, weil ich ja nicht darauf vorbereitet bin. Ich habe ja jetzt gar keinen Rennanzug an. Brauchst und gar keinen Helm mit. Brauchst du nicht. Brauch ich nicht. Nein. Und du hast die Strecke exklusiv gemietet für uns beide? Ja. Geil. Bist du schon bei Nordschleife gefahren? Ja. Ich bin ein paar Mal als 24 Stunden gefahren. Viermal. Ah, ja, genau. Viermal 24 Stunden gefahren. Das ist ja fast ein ganzer Tag. Ey, aber das wirklich, was mich wirklich bis zur Verzweiflung bringt, ist das hier, ne? Das ist immer noch. Das ist immer noch nicht wieder eingeklappt. Das ist immer noch nicht eingeklappt. Und das wird auch nie wieder. Du hast noch 100 Kilometer ungefähr. Dann ist das wieder eingeklappt. Ja? Ja. Also, bitte Sekunde, ich mach's mal ganz kurz wirklich. So, das fange ich nicht. Macht er so. Axel, kannst du nicht mal bitte deine Schuhe. Axel, kannst du nicht mal bitte deine Schuhe ausziehen? Warum denn? Weil. Bist du Fußfetischist oder was? Guck dir mal bitte die Fußmatten an. Ja, das sind keine Fußmatten, das ist ein Teppich. Genau. Du, was habe ich noch nicht mal. Also ich hab meine Fußmatte nicht hingelegt, weil ich Angst hatte, die dreckig zu machen mit meinen Schuhen. Guck mal bitte, wie flauschig das ist. Ja, aber das ist keine Fußmatte, das ist für mich ein Kopfkissen. Die wiegt. Also die ist so dick, ne? Also ca. 20 cm. Und oh, wir müssen hier rechts rüber. Geht. Ja, die ist ganz schön hochwertig. Ja, hier. Das kannst du auch als Kopfkissen. Hochflorteppich. Ah, okay. Also zieh jetzt bitte deine Schuhe aus, Axel. Ich möchte erstmal. Was hast du denn? Wir haben ein Kopfkissen. Er benutzt die als Kopfkissen. Ja, aber ey, ihr müsst euch das mal angucken, wie flauschig das ist. Das ist wirklich der ist 3 cm dick, der Teppich. Sag mal, Matthias. Bisschen Teppich. Porn. Teppichporn? Ja. Das ist der Hammer. Ich würde gerne wissen, was die kosten. Wahrscheinlich nicht 129,90. Sondern eher 1029,90. Sag mal. Vielleicht sogar 2029,90. Krass, oder? Hä? Krass, oder? Was denn? Hast du immer noch nicht den Tisch eingeklappt? Ey, und ich schwöre wirklich, dass ich mich nicht anstelle. Ich weiß nicht, wie man den wieder einklappt. Ja, ich kann jetzt leider nicht nach hinten kommen, weil, guck mal hier, rechts, Inkontinenz. Diewindel.de. Soll ich das mal eben für dich raussuchen? Nee, du kannst mal ins Handbuch gucken. Mal gucken, wie man hier diese Scheiße wieder zusammenklappt. Das Handbuch habe ich natürlich auch zur Hand. Und das Handbuch ist wirklich ein Buch. Wie sich das für ein Bentley gehört. Das ist ein gebundenes Buch. Das ist nicht irgendwie so ein zusammengefrickeltes Prospekt. Nein, das ist ein Buch. Handbuch. Da steht doch im Leben nicht drin, wie man diese Tische wieder einfahren kann. Da steht dazu 100% drin, wie man diese Tische wieder einklappt. Wie heißen die denn? Tische oder was? Oder? Ja, Tische würde ich sagen. Heißen die Tische. Tische? Nicht. Tische gibt's nicht. Sag mal, Axel, hast du Hunger? Ich habe immer Hunger. Ja? Ja. Warum? Ja, ich habe natürlich was vorbereitet für dich. Ach, ein Brötchen, ob das reicht? Milchbrötchen. Milchbrötchen, gute Idee. Willst du etwa auch eins haben? Nee. Ist danke. Mir auch. Nee, danke. Danke, vielen Dank. Ich habe auch noch ein Äpfelchen mit, wenn du möchtest. Ein Äpfelchen? Ja, und ein Bananchen. Wirklich? Ja, ich habe für dich auch noch ein bisschen mehr mitgebracht. War nett von dir. Nein. Ist das dein Ernst, ein Payday? Du bist so gemein. Wieso bin ich denn gemein? Alter, was ist denn mit dir los? Also, wieso ist das denn gemein? Ja, weil das mein Lieblingsriegel ist. Ja, und? Ja, der hat ganz schön viel Kalorien. Du weißt, dass ich gerade immer noch versuche, keine Süßigkeiten zu essen. Aber versuchst du? Ja, versuche ich. Dann isst doch einfach, ich habe dir auch Apfelschnitzel noch reingemacht.
ist wirklich die Apfelschnitze. Mhm. Also die Paydays nehme ich mit, die esse ich dann heimlich. Ich bin immer noch total geflasht von diesem Auto, ne? Weil das, du sitzt hier drin und dich überholt vielleicht einer oder so, aber das ist dir immer so egal, weil du weißt eh, dass du schöner ankommst und schneller und ja, gemütlicher und entspannter und das ist, du merkst die so wenig drin und das ist wirklich, du fährst dieses Auto nicht, du lenkst dieses Auto nicht, sondern du begibst dich mit dem Fahrzeug auf eine Reise, die das Fahrzeug für dich erledigt. Wenn nur der Fahrer nicht so nervig wäre. Ja. Nee, oder der Beifahrer. Man fühlt sich wirklich hier wie im Wohnzimmer, ne? Tatsächlich. Unglaublich. Ey, wie viel Platz ich hier habe, das glaubt mir keiner. Zeig doch mal. Es ist so viel Platz. Von Axel streckt seine Beine aus. Es ist so viel Platz bis zum Vordersitz. Es ist genug Platz. 25 cm mehr Beinfreiheit als der normale Mulsan. Wahnsinn. Wirklich gut, ne? Wahnsinn. Mega, mega Kiste. Ja? Matthias, ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Was siehst du nicht? Wie man die Tische einklappt. Dann streng bitte dein Hirn jetzt mal an und klapp die Tische ein. Warte mal. Der zeigt dir, dass es einen Getränkekühlschrank gibt. Hier ist ein Getränkekühlschrank drin? Ja, natürlich. Das ist ein Mulsan lang. Und der geht elektrisch auf. Sektchen gefällig? Da ist aber kein Sekt drin. Da ist ja noch nicht mal Sekt drin. Hier ist Sekt. Autofahrersekt. Ja, geil. Komm, wir trinken mal einen. Ich schenke ein. Matthias, kann ich bitte einmal ganz kurz gucken, wie man das wieder zusammenklappen kann? Bitte. Wirklich, das macht mich wirklich gerade irre. Ich weiß nicht. Ah, warte mal. Hier, Tische. Also. Ah, jetzt hat das gefunden. Tische. Öffnen der Konsolentische. Drei Tage später. Ey, ich will diesen Scheißtisch jetzt hier weg haben. Sag bitte nicht Scheißtisch zu meinen Vollholz- und Aluminium- und Stahl- und Carbon-Tischen. Okay. Hier steht nur... Nöpfchen drücken? Und? Ja, genau. Drücken Sie die Entriedungstaste der Tischoberfläche. Hab ich gemacht. Ja. Klappen Sie die Tischplatte in die Verstauposition. Das ist genau das Problem. Ist der vielleicht ein bisschen anders gedreht um 90 Grad gewesen, als er rausgeklappt ist? So meinst du was? Ich weiß es nicht, aber ich hab's ja mal. Ernsthaft? Alter, das glaub ich nicht. Ohne Quatsch, ne? 37 Minuten lau. Also, ne? Nee, das war's nicht. Das war's nicht. Das war's noch nicht. Nee, aber nein, du kannst ihn jetzt trotzdem reinklappen. Nein, das war's nicht. Natürlich. Es war's nicht. Aber so hochgeklappt war der noch nie. Ja, genau. So hoch. Dann klapp ihn jetzt bitte hoch, dann drehst du ihn wieder und dann rastest du ihn ein. Pass auf, wenn ich das jetzt mache, ja? Dann mache ich so und dann bleibt, da passt es aber nicht. Hier, so, siehst du? Dann du passt es Knopf nicht. Drücken. Du musst den Knopf drücken. Du bist so ein Schlaumeier, ey. Du musst den Knopf drücken. Weißt du, wie oft ich diesen scheiß Knopf schon gedrückt habe? Aber noch nicht, als er jetzt unten war. Pass auf, ich hab's jetzt gleich. Man muss erst den Knopf drücken. Genau, so hochziehen, dann drehen und dann verstauen. Ha! Woo! Geil, ey. Ich hab's geschafft. Gefühlte 30 Minuten später hat er den Tisch wieder eingeklappt. Ja, aber das ist aber echt wirklich... Ja, so geht's nicht, ne? Da brauchst du ja einen Assistenten für. Ja, hast du doch hier. Ich sitze doch hier vorne. So, die Tische brauchen wir heute nicht mehr. Boah. Doch, die brauchst du jetzt wieder, weil wir wollen doch jetzt mal ein Sektchen trinken, oder? Ja, gut. Ich muss jetzt mal... Nee, jetzt wartest du bitte mal ganz kurz. Ich muss jetzt gucken, was man hier noch alles machen kann. Ach. So, jetzt zeige ich dir mal ganz kurz, wie man hier... Was man hier alles machen kann. Ja, dann mach doch. Dann habe ich vielleicht mal 5 Minuten Ruhe. Kannst du mir mal kurz einen Kuss nach hinten geben? Kannst du dich mal kurz umdrehen? Also hier ist eine Klappe. Das verdeckt das alles schön hier. Hier sind die Tische.
die tollen Tische. Mach da, die bloß nicht raus, du, die kriegst du nie wieder da, rein. Da ist der Knopf für die Monitore. Geil, ey, das sieht so. Das sieht so geschmeidig aus, ne? Guck mal, was, für das, was das auch für ein riesen Display ist. Ja. Die sind auch relativ kostenintensiv. Ja? Mhm. Was kostet ein normales iPad? Ich weiß nicht. Kommt auf die Größe drauf an. 800, 900 Euro bestimmt, oder? Ja, dann hast du aber schon einen riesen Speicher, ne? Ich glaube, so 450 Euro ist ganz normal. Die hier sind ein bisschen teurer. Wir blenden mal ganz kurz den Preis ein. Da sind die Getränkehalter. Das sieht auch vorne alles so schön aufgeräumt aus, ne? Ja, wenn ich hier nicht sitzen würde. Ja. Und was ist das hier? Sind das hier diese, kann man hiermit die Lüftungsdüsen einstellen? Sind die dann, wie ist denn dann frei? Mach mal Gebläse. Natürlich. Sofort. Wie ist denn, so ist zu, glaube ich, ne? Oder? Jetzt ist Gebläse. Und so ist auf. Sehr gut. Cool, haben wir nie gesehen. So. Also was ich ja immer den Hammer finde, ne, ist dieser Bentley Aschenbecher. Der ist aus Stahl. Der wiegt, Tafel Schokolade wiegt 100 Gramm, das Ding wiegt 200 Gramm. Oder 300. Mehr 200, würde ich schätzen, oder? Sag mal, Axel. Ich würde sogar sagen, dass der mehr wiegt. Klapp mal auf, das ist ja, das ist wirklich, das ist wie aus dem Vollen gemacht. Ziemlich massiv, ne? Das ist wie bei den schnellen Autotests bei uns, ne, dann, da zeigt man das vielleicht einmal und dann sagt der Redakteur, ach, das ist uninteressant, ne? Wir schneiden das jetzt trotzdem rein, weil wir das wirklich Wahnsinn finden. Dieses, an dem Aschenbecher siehst du, mit wie viel Liebe zum Detail, mit wie viel Engagement und mit wie viel wirklich Liebe zum Luxus diese Leute da in Crew dieses Auto designen. Oder, Axel? Ja, sehr. Wie der aufklappt. Guck mal, hier hinten ist auch noch einer. Wie sich das anhört, wenn der wieder zuklappt, ne? Geht mal kurz bei euch ins Bad und klappt mal den Mülleimer im Bad auf, wenn ihr überhaupt einen Deckel habt. Und dann hört mal, wie sich das hier anhört dagegen. Ja. Hochwertig. Guck mal hier, der ist so gut gemacht, der spiegelt so richtig, ne? Guck mal hier. Ist das jetzt so ein Endlos? So ganz viele Spiegel, ne? So ein Spiegel, ne? Ja. Sag mal, Wenn ich komme ja mit meinen Beinen nicht vorne ran, ne? Ja. Ich komme auch mit meinen Armen nicht vorne ran. Was machen wir denn da? Ich könnte den Sitz ein bisschen nach hinten fahren, wenn du das gerne möchtest. Ich komme nicht an den Sitz. Echt? Ja. Komm, ich helfe dir. Jetzt hast du berührt, oder? Berührt, aber ich kann den Tisch nicht ausklappen. So ein Scheiß. Ach so, du willst den Tisch ausklappen? Ja. Würden Sie das bitte für mich machen? Natürlich. Also, wow. Also natürlich nur, wenn man den leicht wieder zusammenklappen ja, kann. Ja, ich weiß auch nicht, wie der auseinander geht. Geht der vielleicht elektrisch eigentlich? Da ist doch eine Folie drauf, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch richtig sind. Aber es sieht schon langsam aus nach Eifel, ne? Jetzt zeige ich mal ganz kurz hier, was man hier noch machen kann. Geiler mit den Bentley-Logos hier im Sitz. Das sieht schon ziemlich gemütlich aus. Jetzt hast du denn den Sitz mal so richtig hingelegt? Du kannst ja da das Ding da hochklappen und so, ne? Mach doch mal den Sitz richtig lang. Mach dich mal richtig lang. Genieß doch mal das Fahrzeug. Hast du die Kopfstützen mal gesehen, wie weich die sind? Da sind so extra Auflagen noch drauf. Irgendwie kannst du einfach mal ruhig sein. Was haben wir für Auflagen? Was? Kopfstützen? Ach, ja, guck mal die Kopfstütze, wie weich dein Kopf gelagert ist. Runter machst. Wo ich den Sitz? Da muss da irgendwo eine Sitzverstellung sein. Musst du das vielleicht mit dem iPad machen? Was ist? Was ist? Was ist? Hab ich gefesselt. Ach so. Mit dem iPad meinst du? Ich weiß es nicht. Da muss doch irgendwo hier in der Mittelkonsole muss doch so die Sitzverstellung sein. Ah, du bist auch. Oder da irgendwo an der Seite. Oder am Sitz selber rechts. Kann auch sein, dass es am Sitz ist. Nein, das ist schon hier, aber
kriegt ihr nicht flach. Das ist die Heizung, das ist die Massage. Was ist? Nix. Du kriegst den Tisch nicht eingeklappt. Bitte? Du kriegst den Tisch nicht eingeklappt. Ja. Du kriegst den Sitz nicht hingelegt. Ich bin wirklich kein Idiot. Also ich glaube, dass ich kein Idiot bin. Ohne Scheiß. Das nächste Mal nehme ich deinen Bruder mit. Jetzt hat das doch. Ja, aber weiter macht das nicht. Ja, das ist ja auch kein Liegesitz hier, aber das da muss hochklappbar sein. Für deine Stummelbeinchen müsste das dann reichen, dass das richtig gemütlich ist. Vielleicht guckst du noch mal im Handbuch nach. Mach's doch, aber das dauert ewig. Guck mal, wie lange das dauert. Ja, das soll ja auch nicht hektisch sein, das soll gemütlich sein. So, Alter, wie sieht das denn aus, ey? Wieso? Das sieht mega gemütlich aus. Ist es auch. So, und jetzt trinken wir was. Ja, schenk ein. Man gebe mir Wasser. Ja, es ist schon bei dir. Ich zeig mal ganz kurz, wie der Kühlschrank hier funktioniert. Darf ich? Du darfst alles machen, was du möchtest heute. Also fast alles. Also so funktioniert der Kühlschrank. Der ist nämlich hier hinten versteckt. Dann machen wir so. Flap. Und dann drücken wir auf das ganz kleine, süße Knöpfchen. Alter, das ist der Hammer. Geil, oder? Das sind übrigens Kristallgläser, ne? Kristall? Ist das nicht ein Comedian? Heißt der nicht Chris Tall? bitte sei vorsichtig mit den Gläsern, die sind wirklich, wirklich teuer. Axel, vorsichtig. Echtes Kristall, ja? Ja. Naja. Ist doch garantiert auch irgendwo ein B eingraviert, oder? Unten drin im Fuß oder so? Ja, tatsächlich. Ja? Guck mal her. Warte, ich weiß nicht, ob man sieht. Warte, da. Das ist der Hammer, das ist eine richtige Blink-Blink-Karre. Aber auf Understatement gedreht, ne? Da ist echt ein Bentley-Logo drin. Unfassbar. Darf ich dir was einschenken? Ja, schenk mal ein. Schenk einmal Striche. Überlege ich gerade, ob ich die Tische benutze oder nicht. Weißt du noch, wie sie reingehen? Ja, ich weiß, wie sie reingehen. Kann ich denn auch den Kühlschrank aufmachen und die Tische? Das würde mich jetzt mal interessieren. Natürlich. Zack. So. Dann. Achso, okay. Na gut, ich lasse das jetzt einfach mal so. Boah. Richtig Freizeitstress hier, ne? Hallo! Was war das denn jetzt? Das waren die Kristallgläser! Ja, die musst du festhalten, die Kristallgläser! Ja, aber guck mal, die ganzen Fliehkräfte! Fahr mal nach links! Guck mal! Fahr mal nach rechts! Da können wir schöne Spiele draus machen! Ja? Ja! Dass ich den in der Mitte. Die müssen immer rutschen, aber sie dürfen nicht runterfallen, oder? Ja, genau. Okay, warte, ich mach sie mal auf die andere Seite. In die Handschuhe schleudern. Ich mach's mit einem Glas, ist glaube ich besser. Ja, ist glaube ich besser, ja. Ich hätte gerne das Glas in meiner linken Hand. Jetzt. Danke. Okay. Und jetzt möchte ich mit rechts trinken. Ja, okay, dann trink doch mit rechts. Sehr gut. Funktioniert. Mach mal was rein. Dann machen wir das dann nochmal. Na gut. Kann ich hier eigentlich einziehen hier hinten? Du bist doch schon längst eingezogen. Warte, noch nicht. Noch, ja. Matthias, ich warte dich. Mach nicht so voll, ne? Das rutscht wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig. Doch, das rutscht wie Sau. Ja. Okay. Warte. Willst du mit links trinken? Nein, rechts? Warte, sag ich dir. Ich möchte mit rechts trinken. Danke. Gerne. Prost. Krieg ich auch einen Schluck? Ja, es ist leider nichts mehr drin. Doch, ich schenke dir was ein. Es ist leider nichts mehr drin. Ich habe nicht mehr so viel. Ja.
wie früher in der Schule, ne, wenn man Leute so gefragt hat, immer, hast du noch einen Kaugummi für mich? Nee, ich habe nur noch 8. Und ich sag mal, ey. Hier, mein Hase. Das ist für dich. Boah. Ja, du musst ja schließlich lenken. Die sind aber echt schön, ne? Chin Chin, mein lieber Axel. Wüsterchen, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Thumbnail hier, oder? Guck doch mal da hinten. Ich muss nach vorne gucken, ich fahre Auto. Ja, aber du kannst doch Navi. Also, hier, Thumbnail Prost. Ganz kurz, Prost. So. Oh, hast du gehört, wie das nachklingt? Ja. Das, jetzt noch einmal. Ja, mach nochmal. Das habe ich noch nie gehört. Vor allem nicht bei so massiven Gläsern. Chin Chin. Ich sag mal so, es ist erträglich. Man kann es hier drin aushalten. Sag mal, was ist eigentlich mit der neuen, sind wir da versichert oder so? Ja, klar. Uhr. Und Gläser, sind die auch versichert? Die Gläser sind nicht versichert. Sag mal, auch wenn da so die ein, zwei Gläser fehlen hinterher, ist das, meinst du, das fällt da auffallen? Es wird auffallen, ja. Apropos, die Selbstbeteiligung liegt bei 10.000 Euro übrigens, ne? Wo? Wobei? In diesem Fahrzeug hier. 10.000 Euro Selbstbeteiligung? Ja. Und glaub mir, das kommt relativ schnell zusammen, wenn du am Bordstein nicht mal so richtig aufpasst und irgendwie so einen kleinen Twingo anrammst. Wieso? Ich denke, du hast die Strecke exklusiv gemietet für mich. Ja, aber da gibt es ja auch kleinere Leitplanken, Bäume, Hecken. Oh, das klingt, ne? Das klingt nicht so wie dieses Ami-Hämmern, sondern das klingt eher so wie so ein vornehm englisches, wirklich die Krawatte ganz zugeschraubtes Bollern. So ein ganz zufriedenes Bollern ist das. Ja, und vor allem, guck mal. Untertour ist, ne? Der sagt, 1500 Touren. Das Aber bitte leise. Der protzt richtig so vor Kraft, ne? Ja. Und der gibt dir so ein bisschen Selbstvertrauen, der gibt so ein Gefühl so, eigentlich können die nur viel mehr, aber ich mach nicht. Ja, brauchen wir gar nicht. Ja. Wir könnten zwar, aber das brauchen wir überhaupt nicht. Bollern, die sind jetzt eben. Kann man hier eigentlich einen Auspuff laut machen? Glaubst du? Guck mal hier, ich werde jetzt die ganze Zeit auf Bentley. Jetzt kann ich mal auf Sport gehen. Lauter, ne? Aber hier die Suspension ist ein bisschen von der Frequenz her ist es ein bisschen anders, oder? Nee, aber ist halt einfach ein bisschen sportlicher. Was ist denn hier eigentlich für ein Knopf? Ach, der Vorhang! Komm, wir machen mal den Vorhang zu, jetzt wird's private hier. Kann ich das auch irgendwo hier? Ja, du kannst, müsstest ja die Seiten auch zumachen können, ne? Ja, warte mal, hier. Aber nee, das ist da. Das ist okay. Da. Die Fensterheber nochmal ziehen. Achso, der linke, ja, klar. Ja, aber den kannst du nicht zumachen. Ja, das mache ich ja nicht, weil die Kamera da ist. Ja, mach mal zu. Das ist schon der Hammer, ne? Guck mal, wie dick das ist, ein richtiger Vorhang. Ja, sicher ist das ein richtiger Vorhang. Also wenn du jetzt da die Seite noch, kannst du das anhalten? Während das läuft, ja, ne? Da kannst du ja nur ein bisschen zumachen, das muss ja mal gehen. Nein. Doch. Nee, geht nicht. Doch, mach nicht zweimal. Mach zu. Und dann ziehst du nur einmal kurz vor der Kamera. Jetzt geht der auf. Ja. Schade, ne? Ja. Also da müssen sie wirklich nochmal dran arbeiten. Damit man auch, wenn man da eine GoPro montiert hat, den Vorhang zumachen kann, ne? Boah, das fühlt sich alles so geil an, ey. Und würdest du dir so einen holen? Das ist unsere Axel, das ist unser neuer Dienstwagen. Wir haben den jetzt für ein Jahr. Quatsch. Nein, haben wir nicht. Aber, also, weil du gefragt hast, ob ich mir den kaufen würde, ganz im Ernst, wenn ich die Kohle hätte, ja. Weil das so anders ist als alles andere, ne? Ja, stimmt. Also ein 7er ist ja mega. Oder ein Audi A8 oder sowas, ne?
Aber das hier ist halt eine andere Welt. Außergewöhnliches, ne? Das ist eine ganz andere Welt. Und wenn du jetzt, sag ich mal, Geld wie Heu hast und also wirklich Geld keine Rolle spielt, dann würde ich mir so ein Auto definitiv dazustellen. Das ist ja dann definitiv nicht der einzige, ne? Ja, aber ich würde die mir definitiv dazustellen. Weil damit sonntags, nachmittags zum Kaffee zu fahren, kann man machen, ne? Kann man machen. Ich würde gerne mal vorne sitzen, wirklich. Es sieht alles so geil aus. Ich würde es gerne alles anfassen. Im Ernst. Can't touch this. Soll ich dir sagen, warum ich nie Nordschleife gefahren bin? Weil du so viel Angst hast davor? Ja. Wirklich? Ja. Ernsthaft? Aha. Ich hatte so oft die Möglichkeit, irgendwo in Teams einzusteigen, bei Rennen oder auch 24-Stunden-Rennen und VLN-Rennen und den ganzen Quatsch. Und das habe ich nie gemacht, weil ich Angst habe vor der Nordschleife. Ich bin immer nur Grand Prix-Strecke gefahren, weil ich genau weiß, dass man da genug Auslaufzonen hat und den Quatsch. Weil ich mich kenne, wenn ich im Auto sitze, in der Rennkiste und den Helm aufhabe und das Visier runterklappe, dann sehe ich rot. Ja. Und dann gehe ich ans Limit. Und deswegen wollte ich mich vor mir selber schützen. Und es gibt ja doch ein paar Menschen, die mich mögen auf diesem Planeten. Nicht viele, aber ein paar schon, ja. Ein paar schon, ja. Und weil ich einfach sehr großen Respekt habe vor der Nordschleife. Ja, ist ja auch gut so. Sollte man auch so beibehalten. Habe ich auch, aber ich bin so süchtig danach, dass ich das eigentlich... Naja, und du hast ja auch niemanden in deinem Umfeld, den ich mag. Du hast ja auch nichts zu verlieren. Aber ich mag mich selber sehr gerne, weißt du? Ja, das merke ich. Ja. Ich. Ich höre immer nur ich. Matthias! Ja, wir kommen jetzt langsam Richtung Nordschleife. Ich muss mal das Fahrwerk so ein bisschen testen. Aua! Aua! Das ist echt unangenehm, hinten zu sitzen dann, ne? Das ist super. Also, das Auto ist super, finde ich. Ich bin ja immer jemand, der sehr auf Qualität bedacht ist und der sich immer sehr aufregt, wenn diese Lenkräder nicht schön sind. Weil das Lenkrad ist was man den ganzen Tag in der Hand hat, wenn man Auto fährt. Und insbesondere diese Schaltpedal. Da gibt es den einen oder anderen Hersteller, der da gerne mal, und das muss ich wirklich so sagen, 2-3 Euro spart. Und das verstehe ich überhaupt nicht, ne? Du hast das eine dicke Kiste und dann hast du da so ein bisschen Kunststoff oder weiß nicht, das muss doch massiv sein. Und hier fühlen sie sich wirklich, ja. Ihr hört es schon. Ist das auch Stahl? Oder? Das ist Stahl. Geil. Ich weiß nicht, also ich habe ja wirklich Verständnis, ne, um Gewicht zu sparen und auch Kosten einzusparen, aber das ist doch das, wenn du gerade in so einer Rennsemmel hast, ne, wo du wirklich, dann brauchst du die, dann hast du die, ist das der erste Kontakt zum Auto. Genau. Und der dauerhafteste, das ist ja die ganze Zeit, weißt du, ob der Radioknopf jetzt so mega hochwertig ist. Das ist relativ egal. Auch das benutzt man oft, aber das hier benutzt du viel öfter. Wenn das Lenkrad gut in der Hand liegt, das Leder schön weich ist und diese Schaltwippen hier wirklich aus Metall sind oder so hochwertig bemetallisiert sind, dass sie sich anfühlen wie Metall, dann ist es einfach ein viel höherwertiges Gefühl, was du hast, wenn du in dem Auto drin bist. Ja, ist auch so. Ist wirklich so. Das darf, ist darf kein, das höherwertig darf nicht, als das hier geht's nicht. Das sollte kein Punkt sein, an dem man spart. Soll ich dir sagen, dass ich übrigens, wenn ich Auto fahre, nie Musik anhabe? Ernsthaft? Ja. Nie? Nie. Ich muss mal eben hier rausfahren und die Schaltwippen zeigen. Also, einmal kurz Schaltwippen. Ne? Ist wirklich auch wie die einrasten, ne? Das ist einfach schön. Was macht dein Bruder hier? Der stalkt uns. Ja, der ist die ganze Zeit hinterhergefahren. Wieso fährst du uns die ganze Zeit hinterher immer? Zeig dir doch mal! Vor allen Dingen. Ach so, ja. Vor allem das Fenster nur so ein Spalt offen, ne? Nicht, dass es hier drin zu kalt wird. Was ist denn los? Warum halt ihr dann? Weil wir den Zuschauern mal die Schaltwippen zeigen wollten, die so schön aus Metall sind. Wieso hältst du denn an? Was denn? Fährst du uns hinterher immer? Grüß dich. Fährst du uns hinterher? Ja. Ja. Bis gleich. Der Stefan, oder? Der Stefan hat ein richtig schönes Radiogesicht, ne? Die
diese Erfahrung, die wir heute zusammen machen dürfen, auf dem Nürburgring fahren, exklusiv, im tiefsten Winter, exklusiv, die kann man für Geld nicht kaufen. Cool. Geil. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte mal, die würden das nach, je nach Witterung irgendwie... Ja, wenn die Witterung sehr, sehr gut ist, so ab Ostern oder so, dann kannst du natürlich dir an der Zufahrt Nordschleife ein Ticket kaufen und die Runde Nordschleife machen. Aber im Moment darf hier niemand drauf. Das ist mega exklusiv, Alter. Das kann ich gar nicht glauben. Wirklich. Normale Menschen hätten Danke gesagt. Ich habe doch gerade gesagt, ich muss es erstmal verarbeiten. Ich kann es gar nicht glauben. Ja. Ich habe immer noch so die Angst, so, dass, keine Ahnung, die Nordschleife nachgebaut ist und wir irgendwie auf so einem Karttrack oder so fahren. Hier ist doch die Nordschleife. Da rechts ist die Nordschleife. Ja, ich weiß. Hier links sind wir im Mulsanne. Das ist die Döttinger Höhe. Und wir werden jetzt gleich über die T13 auf die Nordschleife fahren. Ich bin so aufgeregt, ohne Scheiß. Ich kann meine Freude gar nicht zeigen. Ich bin auch, ohne Scheiß, ich bin auch mega aufgeregt. Und das ist auch genau das, was ich uns beiden so gönne. Ich mache mir kurz vorher nochmal die Massage an.